Gebratene Schweinebacken mit Knödelsalat. Zutaten für 4 Personen. 500 Gramm Wurzelgemüse, zum Beispiel Möhre, Lauch, Zwiebel, 2 TL. Wacholderbeeren 9,1 Kilogramm Schwei unbekanntes Zeichen. Nebacken ohne schwarze Salz. Pfeffer 6 EL Sonnenblumenöl. 1/2 I Bier 4 gekochte Sim unbekanntes Zeichen. Melkenödel vom Vortag 250 Gramm. Pfifferlinge 8 Radieschen unterbrochener senkrechter Strich Apostroph 50 Gramm. Feldsalat 1 Knoblauchzehe. Ein Bund Petersilie 1/2 Bund. Schnittlauch 171 Butter 1,71. Puderzucker 9,3 EL Weißweinessig. Ein Ofen auf 175 Grad Zeichen, Umluft 160 Grad Zeichen, vor unbekanntes Zeichen. Heizen. Gemüse putzen, schälen. Würfeln. Wacholderbeeren hacken. Fleisch mit Beeren, Salz, Pfeffer für unbekanntes Zeichen. 10,1 EL Öl im Bräter auf dem Herd rundum goldbraun braten. G unbekanntes Zeichen. Gemüse 2 Minuten mit Braten, alles Zuge unbekanntes Zeichen. Deckt in den Ofen, Mitte, schieben. Nach 15 Minuten mit wenig Bierbegie unbekanntes Zeichen. Sehen. Das Fleisch soll mehr braten. Als schmoren. Immer wieder Bier zu unbekanntes Zeichen. Geben, bis es nach circa 1 Stunde fair unbekanntes Zeichen. Braucht und die Bäckchen gar sind. 2 Knödel in dünne Scheiben schneiden unbekanntes Zeichen. Den, auf Tellern verteilen. Pilze, rar unbekanntes Zeichen. Dischen. Salat putzen. Radieschen. Klein würfeln. Knoblauch quetschen. Kräuter waschen, fein schneiden. 3 Butter, 1 EL Öl in einer Pfanne eher unbekanntes Zeichen. Hitzen. Pilze und Knoblauch darin. 3 bis 4 Minimum braten. Salzen, pfeffern. Puderzucker dazu, schmelzen las unbekanntes Zeichen. Senior. Mit Essig ablöschen, kurz ein unbekanntes Zeichen. Kochen, Pfanne vom Herd nehmen. Pilze etwas abkühlen lassen, Rest. Öl, Radieschen, Kräuter dazu. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 4 Schweinebacken aus dem Ofen. Nehmen, in Scheiben schneiden. Soße durch ein Sieb gießen. Fleisch, Soße, Peel unbekanntes Zeichen C und Feldsaar unbekanntes Zeichen Lard auf den Knö unbekanntes Zeichen Dellenviertel Ellen. Spargel mit Pressknödeln. Zutaten für 4 Personen. 150 Gramm Kartoffeln Samstag-Z 100 ml. Milch 100 Gramm Tiroler Graukäse, alt. Sauermilchkäse mit Edelschimmel. 150 Gramm klein geschnittenes Weiß unbekanntes Zeichen. Brot vom Vortag IB 1 bis 2 EL. Mehlpfeiffer geriebene Mousse. Kartnuss 250 Gramm weißer Spargel. Ein Bund Frühlingszwiebeln. 2 EL Öl 1,6 I Gemüsebrühe. 1 für die Knödel die Kartoffeln mit. Schale in kochendem Salzwasser je. Nach Größe 15 bis 25 Minimum garen, ab unbekanntes Zeichen. Gießen, ausdampfen lassen, pellen. Und meint. 6 Stunden abkühlen lassen. 2 die Milch erwärmen. Kartoffeln und Käse reiben. Mit geschnittenem Brot. In einer Schüssel mit Ei und Milch mir unbekanntes Zeichen. Schön, an einem warmen Platz zuge unbekanntes Zeichen. Deckt 30 Minuten stehen lassen. 1 bis 2 EL. Mehl dazugeben, mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. 3 Spargel schälen, schräg in Stücke. Schneiden. Frühlingszwiebeln war unbekanntes Zeichen. Schön, in feine Ringe schneiden. 4 in einem Topf Salzwasser aufkochen unbekanntes Zeichen. Tschen lassen. Mit feuchten Händen. Kleine Knödel aus der Masse formen. Flach drücken, in Öl in einer Büschich unbekanntes Zeichen. Tetenpfanne von beiden Seiten 6
8 Minuten braten. Anschließend im Q-unbekanntes Zeichen. Kenten Salzwasser 8 bis 10 Minimum gar unbekanntes Zeichen. Rin. Gleichzeitig die Brühe aufkochen. Lassen. Gemüse in die Brühe geben. Circa 3 Minuten darin kochen lassen. Pressknödel abgießen und mit der Gemüsebrühe unbekanntes Zeichen. Reservieren. Morchelrisotto. Zubereitungszeit, circa 1 Stunde 780 Kilokalorien / 3279 Kilojoule. Für 4 Personen. 30 Gramm getrocknete Murkeln. 1 Bund Frühlingszwiebeln. 80 Gramm Butterschmalz. 350 Gramm Arborio-Eis. 250 Milliliter Pilzfond, FP. 250 Milliliter Gemüsefond, FP. 500 Milliliter Rosenwein. Salz. Pfeffer. 1 bis 2 L Trüffelöl. 5 L geriebener Parmesan. Petersilie zum Garnieren. Die Murkeln waschen, einweichen und dabei das Einweichwasser mehrmals wechseln. Circa 20 bis 25 Minuten quellen lassen. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen, trocknen und in Ringe schneiden. Butterschmalz erhitzen und die Zwiebelringe darin circa 4 bis 5 Minuten braten. Die Murkeln gut abtropfen lassen und in Stückchen schneiden. Zusammen mit dem Reis zu den Frühlingszwiebeln geben und unterrühren circa 2 bis 3 Minuten dünsten. Die Flüssigkeiten mischen und nach zum Risotto geben. Immer erst wieder Flüssigkeit nachgießen, wenn der Reis die Flüssigkeit aufgenommen hat. Das Risotto insgesamt circa 20 bis 25 Minuten bei milder Hitze unbekanntes Zeichen zigaren, dabei mit Salz, Pfeffer und Trüffelöl abschmäh unbekanntes Zeichen kehren. Den Parmesan unter unbekanntes Zeichen heben und das Risotto mit Petersilie garniert sofort sehr unbekanntes Zeichen vieren. Oli Mamma Lucio. Zubereitungszeit, circa 25 Minuten 841 Kilokalorien / 3533 Kilojoule. Für 4 Personen. 400 Gramm frische grüne Ravioli mit Käsefüllung. Salz. 250 Gramm geschälte Tomaten, FP. 200 Gramm eingelegte Antipasti, FP. 200 Gramm gehobelter Pecorino. 4 Zentiliter Mandellikör. Pfeffer. Gerebelter Salbei, Ed für die Form 0 Gramm Mandelblättchen Jutta-Flöckchen. Avioli laut Packungsanum in Salzwasser zu beenden. Mäht mit der flüssig unbekanntes Zeichen ST den Antipasti, dem S und dem Mandellikör. Errühren erhitzen, bis der Käse leicht anfängt zu schmelzen. Mit Salz, Pfeffer und Salbei würzen. Eine flache, ofenfeste Form einfetten. Die Ravioli in der Form verteilen. Das Tomatengemüse darüber geben, alles mit Mandelblatt unbekanntes Zeichen bestreuen und die Butterflöckchen darauf verteilen. Auf der oberen Einschubleis unbekanntes Zeichen T circa 5 bis 6 Minuten backen.